Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich will euch heute nur ganz kurz zeigen, wie Rosenkohl super lecker schmecken kann, ohne dass man ihn verkocht oder so. Ich habe nämlich früher auch, ich muss es gestehen, als Kind mochte ich überhaupt keinen Rosenkohl. Ich habe ihn gehasst, also ich habe ihn gar nicht gegessen, ich konnte ihn auch nicht riechen. Aber ich bin jetzt auf eine Idee gekommen, beziehungsweise wurde ich inspiriert, dass man ihn eigentlich gar nicht kochen muss, sondern einfach nur ganz kurz anbrät. Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, wie schnell es ging, und das ist wirklich super einfach. Man braucht kaum Zutaten. Man kann natürlich auch das Öl durch Wasser ersetzen, wenn man kein Öl verwenden möchte. Das geht natürlich auch, und dann die Zwiebeln und den Räuchertofu einfach so in der Pfanne anschwitzen und dann den Rosenkohl dazugeben, und schon ist es fertig. Und ich habe am liebsten, wenn ich da noch ein paar Ofenkartoffeln mache, ich mache die einfach im Backofen, schneide Kartoffeln klein, stelle die auf ein Backblech und lasse die so eine halbe Stunde drin. Und ja, das ist das fertige Essen. Macht das unbedingt mal nach, wenn ihr bisher auch keinen Rosenkohl gemocht habt oder so. Probiert es aus. Es ist wirklich eine super leckere Variante. Rosenkohl so fantastisch gut zubereiten, dass es jeder essen mag. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Das war's schon. Wir sehen uns demnächst. Und genau, folgt mir auf Snapchat oder so. Dann habt ihr auch immer die ganzen Updates, wenn ich irgendwas Schnelles irgendwie in der Küche ausprobiere. Oder auch was sonst in meinem Leben so passiert, wenn ihr wissen wollt, was alles drumherum so los ist. Oder auf Instagram, und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.